Guten Tag und herzlich willkommen zu Punkt 12. Es hätte Tote geben können. So unverblümt beschreibt ein Polizist die Lage in seinem internen Bericht zur Neujahrsnacht am Kölner Hauptbahnhof. Inzwischen gibt es laut Polizei 16 Verdächtige, die sie identifizieren können. Doch offenbar ist es extrem schwierig, ihnen konkrete Taten nachzuweisen. Mit welcher erschreckenden Hilflosigkeit die Polizei dem Mob in der Silvesternacht gegenüberstand, das sehen Sie jetzt. Schon bei der Anfahrt wurden wir von aufgeregten Bürgern mit weinenden und geschockten Kindern über die Zustände im und um den Bahnhof informiert. Worte eines leitenden Polizisten. Mit einer Hundertschaft eilte er als Unterstützung in der Neujahrsnacht zum Kölner Hauptbahnhof. Wir kamen zu dem Entschluss, dass die uns gebotene Situation, Chaos, noch zu erheblichen Verletzungen, wenn nicht sogar zu Toten führen würde. In dem Bericht steht, dass die Polizisten immer wieder Hilferufe hören. Haben sie mal einen vermeintlichen Täter gefasst, ist der oft gleich wieder weg, weil die Beamten sofort zum nächsten Übergriff eilen müssen. Die Polizisten werden beleidigt, verhöhnt und mit Böllern beworfen. Wenn man das alles hört, ist trotzdem der erste Impuls bei vielen Frauen, Pfefferspray oder Elektroschocker sind jetzt genauso selbstverständlich in meiner Handtasche wie Lippenstift und Handy. Halten Experten das für eine gute Idee? Doro Stahls und Valerio Magno haben sich schlau gemacht. Abends allein in der Stadt unterwegs und der Weg führt durch dunkle Ecken und über verlassene Plätze. Nicht erst seit den Übergriffen haben viele Frauen in diesen Situationen ein mulmiges Gefühl. Hier am Kölner Hauptbahnhof ist die Verunsicherung besonders zu spüren. Auch die Souvenirhändler und Kioskbesitzer merken das. Wir hatten heute zum Beispiel eine Kundin, die gezielt nach einem Elektroschocker gefragt hat, was bisher noch nie vorgekommen ist. Kleine Signalgeräte, Elektroschocker und Pfeffersprays versprechen mehr Sicherheit. Doch wollen Frauen wirklich so aufrüsten? Wir haben uns mal umgehört. Pfefferspray, finde ich, müsste man schon mal in der Tasche haben. Noch nicht, aber vielleicht wird es bald mal Zeit dafür. Ich finde, es ist nicht schlecht, aber ich denke, man darf sich halt einfach nicht davon beeinträchtigen lassen. Ich überlege halt Pfefferspray oder irgendwie sowas. Ich habe einen Hund, den ich dann abends da mitnehme. Sich nachts mit Pfefferspray und Elektroschockern zu bewaffnen, davon raten Fachleute eher ab. Im Fall des Falles sei das Handling zu kompliziert. Zudem bestehe die Gefahr, sich selber zu verletzen. Akustische Signale hingegen können durchaus für Aufmerksamkeit sorgen. Und da tut es auch eine einfache Trillerpfeife oder ein Türalarm vom Baumarkt. Wer laut wird, ist kein leichtes Opfer. Und wenn Leute darauf aufmerksam werden und Täter das befürchten müssen, das ändert die Situation immer. Selbstverteidigungskurse können außerdem die Bereitschaft schulen. Nicht nur Kommunen und Organisatoren von Großveranstaltungen, sondern auch Privatleute wollen hier mehr Sicherheit buchen. Deutlich mehr Anrufe, dass sich Eltern auch Sorgen machen, dass sie nach einem Begleitschutz fragen für ihre Töchter. Und auch unsere Kunden, zum Beispiel Diskothekenbesitzer, sind beunruhigt und wünschen sich mehr Manpower.